So I will speak in German, it's better because it's a sensitive situation also, and so it's better to speak in German with a translator in Greece. Als erstes verlieren wir natürlich, das wissen wir alle, einen großartigen Spieler, der sehr viel Verdienst hat für diesen Verein. Πρώτα απ' όλα χάνουμε έναν πολύ μεγάλο ποδοσφαιριστή, ο οποίος έδωσε πάρα πολλά σε αυτή την ομάδα. Ich denke, trotzdem, wenn ein Spieler länger verletzt ist und er spürt in dem Alter, dass sein Körper das nicht mehr schafft, νομίζω ότι όταν ένας παίχτης είναι τραυματίας και νιώθει ότι σε αυτή την ηλικία δεν θα μπορέσει να επανέλθει, muss man das akzeptieren, dass er jetzt seine Karriere beendet. Πρέπει να αποδεχθούμε ότι αυτή την στιγμή τελειώνει την καριέρα του. Aktive Karriere. Zeigt aber auch, was für ein großartiger Club das hier ist. Das δείχνει όμως και το μεγαλείο αυτού του σωματείου. Dass man nicht nur kurzfristig denkt, sondern langfristig. Γιατί δεν σκέφτεται προσωρινά, αλλά μακροπρόθεσμα. Dass man einen verdienten Spieler, der charakterlich und auch im sportlichen Bereich viele Verdienste hat für den Verein. Γιατί παραμένει στην ομάδα ένας ποδοσφαιριστής με πάρα πολύ καλό χαρακτήρα και με μεγάλη αξία ποδοσφαιρική. Dass man ihn einbindet in den Club auf einer Position, die sicherlich sehr wichtig ist für unseren Verein. Γιατί συνδέεται ο Gustavo με το ΑΠΟΕΛ. Und wir schauen natürlich in die Zukunft, das ist klar, und deswegen hat man diese Entscheidung getroffen. Και κοιτάμε στο μέλλον, γι' αυτό πήραμε και την απόφαση. Für mich ist eigentlich schade, dass ich diesen Spieler nicht trainieren können. Για μένα είναι δυσάρεστο που δεν μπορώ να το πω αυτό το μέχρι. Aber wir gewinnen für die Zukunft eine wichtige Persönlichkeit. Αλλά κερδίζουμε για το μέλλον μια πολύ σημαντική προσωπικότητα. Außerhalb des sportlichen, εκτός, also des aktiven Fußballs. Εκτός από το ποδοσφαιρικό, εκτός από αγωνιστικό χώρο. Eine Persönlichkeit, jemand, der nah dran ist noch, der doch viel vom Fußball versteht. Μια προσωπικότητα, κάποιος που είναι πολύ κοντά στην ομάδα και κάποιος που καταλαβαίνει πάρα πολύ το ποδόσφαιρο. Und deswegen bin ich froh, dass dieser Spieler, dass wir ihn gewinnen haben können für die Zukunft. Γι' αυτό είμαι χαρούμενος που τον κερδίσαμε για το μέλλον.